Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Sumpf und hinter uns wieder die Krabbe, neben mir die Kirby. Hallo, nicht zu verwechseln bitte. Nein, Teil 22, ne, sind wir jetzt. Yes, genau. Komm, solange ich sie sehe, will ich sie jetzt mal angreifen. Ja, komm. Wieso ist sie geheilt? Oh. Komm. Spuckerin. Ja, das ist aber ätzend anscheinend, wenn die versinken. Nee, das sind zwei, deswegen ist die geheilt. Gibt's ja nicht. Das sind zwei. Mindestens zwei. Oh nein, ein Finstergeist. Was wo kommt der denn bedeuten? Her? Ein Finstergeist, das war auch in den anderen Teilen so, das sind so vom Computer so gemachte Gegner. So wie Intruder von anderen Playern, sowas. Genau, genau. Da! Wo kommt der denn her hier? Hey, hallo? Komm her. Der heilt sich, der Drecksack. Oh, was hat der denn gemacht? Boah, der heilt sich komplett. Hey. Hey. Meine Dank, Güte, ey. Havels Hacke, Hazels Hacke und Xanthus Krone. Das war ja was. Damit hat also auch keiner gerechnet hier. Nee, und vor allem haben wir jetzt nichts mehr hier. Nur zwei Estus Flakons. So, ich hole jetzt die Goodies hier noch irgendwie. Ich hoffe, dass ich das hier noch. So, Graswappenschild. Schnell abhauen. Oh, heilbar Gesundheit, da kriege ich immer Panik, ey. Ja, nicht einen klar. Trank noch benutzen. Letzte Hemd hat keine Taschen. Oh, Hund. Ach, wir haben ja noch zwei. Ja, sag ich doch. That's what I'm saying to you right now. Kommt wieder so ein Stabtyp da hinten. Sieht ja auch eine sehr nach Hinterhalt aus, ja, ne? Ja, da oben stehen da bestimmt auch welche am Baum. Schwindende Seele. Im Swarm waren auch noch ein paar Sachen, ne? Ja. Wir sind ganz nah an den Pilzen. Und rechts ist noch ein Stabtyp. Ich hoffe, dass die so sind wie im anderen Teil. Dann sind die nämlich nicht so stark. Selbst verwandeln die sich auch nicht. Ich hatte so Aberdeen ein bisschen Angst, dass da irgendwie so Gift rausgepustet kommt da oder so. Ich glaube, die können mit Gift hantieren. Das sieht aber, weil die so viele Löcher haben, als wenn da irgendwas rauskommen könnte. Genau. Ist auch so. Siehst du das? Ja, jetzt ist es da. Das ist eher wie so Schildgrößen, ne? So
so ein Riesenhaus haben die. Ich dachte mal, oben wäre der Kopf, aber der ist da unten, guckt er raus. Ach, echt? Ja, unten guckt der Kopf raus. Ah, ja. Da ist eine Schildkröte. Ah. Boah. Nee, ne? Oh, da unten ist ein Geheimgang. Boah, sehr gut. So. Das Geheimgang ist vielleicht jetzt übertrieben. Aber hier geht's noch vorbei. Ein schmaler Gang. Aha, aha, aha. Oh. Ich vergiss mich. Nein. Gut, dass ich das später erst gesehen habe, sonst hätte ich nämlich direkt schon wieder alles verbraucht. Oh, was liegt denn da unten noch? Eine kleine Titanitscherbe. Sehr gut. Sieht alles hier so aus, als wäre das. Wären das Geheimgänge, ne? Ja. Haben wir ja oben auch alles abgesucht, ja, ne? Ich weiß nicht, die letzte Ecke habe ich nicht gesehen, ganz oben. Welche? Also wenn du jetzt da hochgehst, noch weiter bis zum Ende halt. Von dem Plateau, genau, das wusste ich jetzt nicht, ob da noch irgendwas kommt. Muss ich auch immer schön umdrehen. Ah, hier kann man dann auch wieder runter? Hä? Oh ja. So weird. Den Geheimgang irgendwie auch nicht gebraucht, ne? Nee. So, jetzt kann man da durch oder den Swamp weiter durchsuchen? Ah ja, ich glaube, wir gehen erstmal hier durch, oder? Von mir aus. So, ihr seid alle gibt tot. Gibt natürlich noch ein paar Goodies auf dem Swamp, aber auch oh, noch geht's denn hier lang? Gegner. Hoho. Ja, ich weiß, aber der Swamp, der ist halt wirklich diese Krabben. Ja, mach das, wann du denkst, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch nicht mehr viel gegenzusetzen. Von daher gucken wir lieber, dass wir vielleicht in eine neue Gegend noch irgendwie kommen. Genau. No. Gucken, was ist denn das für ein lila Fleck da auf dem Boden? Der sah ja ulkig aus. Da geht's auch lang. Oh, guck mal, da ist ein Loch. Wow. Wow. Also ich würde sagen, das Gebiet ist full of evil. Boah. Da war doch dieser Riesengegner, der aussah wie ein Alien, ne? Der war da an der Mauer. Ah, schau mal an. Seele eines Unbekannten. Oh, oh mein Gott. Gott, wer bist du? Alter, der war gekreuzigt. Der Digga hat den Kopf gebissen. Der hat dir in den Kopf Alter. Gebissen. Wer macht denn sowas? Aber wirklich. Wie der angerannt kam. Da geht eine Treppe hoch, hast du gesehen? Am Swamp da gegenüber. Oh ja, da. Es gibt so viele Möglichkeiten. Das ist jetzt der dritte Gang, wie es weitergehen könnte. Ja. Tja. Also ich würde sagen, hier sind wir noch öfter und länger. Ihr macht mir auf jeden Fall keine Angst, ey. Ihr crappy Scheißer. Crappy Scheißer. Oh, oh. Da rechts ist was Großes. Nee, doch nicht. Da ist was, aber es ist jetzt nicht so groß, wie ich dachte. Ist aber auch wieder einer. Ja, wieder so ein gekreuzigter. Ja, ja. Und einer draußen liegt. Hör auf, hör auf, hör auf! Bäh, die sind aber auch wirklich eklig. Wirklich, ne? Eine Blut, guck mal. Hast du wieder zurückgekriegt, was du benutzt hast? Da oben sind noch zwei Oh, so weit. Oh, die können dir natürlich jetzt auf den Kopf fallen, ne? Das ist, wenn. Ich glaube, da wäre der Weg geendet, wenn wir oben lang gegangen wären, ne? Ja. Den ersten Gang benutzt hätten direkt. Dann wären wir bei denen ausgekommen. Ich hole mal das hier eben nur. Ist so Scherbe! So. Und da sick kommen noch zwei. Tired. Na kommt runter, ihr Speerwerfer.
Ja. Blablabla. Könnten wir eigentlich jetzt noch mal kurz zurückgehen, gucken, ob im ersten Gang auch noch was einzusammeln war, weil die Gegner haben wir jetzt, glaube ich, erledigt. Ja, das stimmt. Und da kommt man irgendwann runter, aber nicht hoch, genau, würde ich jetzt mal sagen. Da kommen wir ja auch nicht weiter, also können wir noch mal zum ersten Gang und dann später die Treppen hoch durch den Swamp. Also das, so würde ich das machen. Ja. Genau, also erstmal hier rein. Ja, da rein, da waren ja da noch rein? Mehr, da würde ich nicht reingehen, aber dann einmal rum. Nicht da rein, sondern da rum. Ich glaube nämlich, dass wir die Gegner jetzt größtenteils kaputt gemacht haben. Oh, was ist das für ein lila Fleck auf dem Boden hinter dir? Rechter, 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 da. Was ist das? Dieses irre Phantom beschwören. Wieso muss man, wir sind ja immer irre sein? Das finde ich gemein. Kann das nicht einfach ein nettes Phantom sein, das einem hilft? So, siehst du, das waren die doch, die da runtergefallen ja, sind, ne? Ja. Ja, gut, da ist auch nichts mehr. Nee. Na gut, dann gibt's nur noch den Weg da rein. Der sah mir aber sehr gefährlich aus. Oder durch den Swamp die Treppe hoch. Tja. Deine Entscheidung. Ich glaube, ich geh mal... Gehst rein? Erstmal rein. Okay. Gewachsen sind die Gegner. Das war schon. Drei sehe ich noch. Heißt aber nicht, dass es auch nur drei sind. Vier, fünf. So, tut mir leid, dass ich die jetzt alle so peu à peu mache. Ja, aber alles andere wäre fahrlässig, würde ich sagen. Ja, irgendwie schon. Und immerhin immer noch vier gegen einen. Genau. Na komm. Halten Sie Ihr Schild oben. Hey, hallo. Kacke, unsere Gesundheit, wir haben nichts mehr. Was sollen wir nur tun? Du hast doch noch einen Ring, der TP wiederherstellt, oder? Nee, leider keine TP. Das nichts gebracht? Das wäre aufgegangen. Guck noch mal kurz. Nein, nein. Okay. Wer war das? Er hat einen riesen Hut auf. Das hat er. Und er ist sauer auf die Treppe. Das gibt es nicht. Oder ist ein Gimmick. Ah. Tja, jetzt sieht's nicht gut aus für uns. Oh, Stab des Ketzers. Kommt jetzt eventuell zum ersten Mal ein Heimatknochen in Frage. Willst du mir damit Anregung geben? Nein, eigentlich nicht. Ich
Ich hoffe ja, dass das jetzt hier war. Das Lagerfeuer ist ja auch gar nicht so weit weg, wenn man, also theoretisch. Nee, nee, das stimmt. Deshalb habe ich das jetzt hier zuerst gemacht, weil der Weg hierhin zurück ist auf jeden Fall härter. Oh, alles leer. Wie süß. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass der das macht. Alle, alle. Ich habe nichts mehr. Oh, oh, da. Siehst du ihn? Jo. Er will seine Hinterhaltsposition nicht aufgeben. Wahrscheinlich, weil rechts noch, links noch einer steht. Wetten? Damit die schöne Kreuzfeuer nehmen können. Kann er da durchhauen durch die Mauer? Ja, ich weiß, ich weiß. We have to go. Vorsicht, der haut durch die Mauer durch. Ach, ist das eine Hardcore-Situation. Ooh, I like that. Ja. Ey, was? Hä? Hat der sich geheilt, der Drecksack? Ey, das geht es nicht. Leute, ich muss einen Heimatknochen benutzen. Es geht nicht anders. Werden dann beim Heimatknochen die nicht wiederhergestellt, die Gegner? Doch. Na, aber dann kannst du auch dazu hin zurückgehen. Da sind ja eh alle Gegner kaputt. Schon. Tja, was jetzt? Da geht's lang. Oh, da steht schon wieder ein Gegner. Hier auch? Weiß ich nicht. Ich sehe es nicht, aber es heißt ja nichts. Hör auf jeden Fall Gegner. Ist das so ein, der wegläuft? Ja, ne? Ja, genau. Das ist einer, der wegläuft. Also gegenüber konntest du auch noch runtergehen. Ja. Und da steht noch ein Gegner. Boah, ich bin so überfordert gerade. Also guck mal, das ist doch die Seite hier, wo ich dann zum Swamp laufen muss, oder? Was? Wie meinst du das? Da unten waren wir schon. Da haben wir gesagt, oh, da kommen wir irgendwann runter, aber nicht hoch. Okay. Wenn du jetzt da weitergehst, dann kommst du irgendwann zur Treppe, die in den Swamp führt, die wir als letzten Weg gesehen hätten. Also gehe ich jetzt erstmal hier runter. Hier sieht es so ein bisschen safe aus. Ich glaube, da ist aber auch nichts. Da ist so ein Bogen. Ja, mach mal. Tor. Geh mal. Also da unten waren wir auf jeden Fall auch schon. Ach, guck mal, da geht's ja auch noch lang. Das ist ja wunderschön. Wunderschön anzusehen. Ich höre nur böse Sachen. Ja, hier sind auch nur böse Sachen. Würde man jetzt wissen, dass hier irgendwo ein Feuer kommt, würde sich das ja auch lohnen, aber... Da ist ein Mensch! Ist der böse oder gut? Ich hoffe mal gut. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? Alles. This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However,
What champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Yeah. Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck of Vinheim. Unkindled one. I shall teach you sorceries. Ooh. We will learn together. It shall be like our very own school. Wow. Ist der jetzt bei uns zu Hause? Jo. Ich denke mal. Sehr schön. Ich hoffe mal, dass er kein Beef. Was war das? Du eine. Er hätte dich fast getroffen, der Drecksack. Ja gut. Ich glaube, wir können ja quasi getrost gleich abhauen. Sobald ich das Ding ja. Irgendwelche blauen Käferkugeln. Ist er noch höher? Ja. Nee, oh, nee, sorry. Alles gut. Gut, ich könnte natürlich auch einfach da runterspringen hinten und an denen vorbeilaufen, um zu gucken, was da hinten ist. Aber bei den Seelen würde ich sagen, nö. Nö. Und ich komme jetzt allerdings auch nicht mehr hier zurück. Oh, da hat sich einer hinten verirrt. Oh, schön. Den holen wir uns. Oh, da ist wieder einer, der Magie schießt. Jo. Ja, müssen wir jetzt nochmal zurück. Ja, ich hau ab. Zurücklaufen und dann kommen wir irgendwann nochmal wieder. Das bringt ja alles nichts. Na, nicht mit unseren paar Seelen. Genau. So, nach Hause. Bin ich hier richtig? Ja, mehr oder weniger, genau. Ich kann das auch nicht, du musst da... Entschuldigung, wenn ich gegen das Mikro gehauen habe, du musst da gleich irgendwie hoch. Ja, genau. Genau, dann weiß ich, wo wir sind. Aber nicht da. Ist das hier irgendwas? Nee. Nee, ich weiß, ich muss hier hoch. Noch weiter hoch. Ja. Junge, Junge. Das ist so traurig, dass man jetzt die Arbeit nochmal sieht. Anhand all der Leichen und denkt, ja. Ja. Ja, leider. Müssen wir das gleich nochmal machen? Ja, gut, wir müssen nicht alle platt machen. Das ist ja schon mal ganz gut. Oder soll ich mit den Seelen jetzt einfach das nochmal probieren? Ich meine, es sind ja nur 8500. Ach so, ich dachte, du wolltest mit dem reden, wenn er zu Hause ist. Oh, nö, oder? Noch nicht. Gut. Probieren es noch einmal. Oder sollen wir den Teil hier beenden und nächstes Mal frisch beginnen? Naja, auch nicht schlecht. Vom Geräusch dachte ich, der hätte dich getroffen. Ja, ne? Hallo, I'm on a roll. Komm, ein bisschen geht noch. Jetzt müssen wir da, müssen wir gar nicht mehr lang. Na, wir müssen doch jetzt eigentlich nur... Wenn du direkt wieder in die Festung willst, klar, dann können wir uns jetzt komplett nach rechts halten und können da links den Swamp ignorieren. Links müssen wir uns halten. Ja, genau umgekehrt. Ich sitze andersrum zum Fernseher. So, ich probiere es jetzt einfach mal hier runter, ne? Ja. Peinliche Rechts-Links-Schwäche ich habe. Guck mal, die sind ja auch relativ
soll man sagen? Langsam? Ja. So, guck mal einer an. Oh, da kommt einer. Oh, hast du ein irres Phantom gespürt? Ja, ich habe ja ein bisschen Hilfe. Vielleicht gibt es mir ja Hilfe. Voila. Vielleicht ist das wieder so ein Kuhbär, der dich selber angreift. Ja, wäre natürlich bitter. Nee, ist es aber nicht, oder? Ich glaub nicht. Doch, der greift dich an. Ach, shit. Aber der greift halt auch andere an. Glaube ich, ne? Wenn er dran vorbei muss. Ich hoffe es. Wow. Und du hast aber gleich einen Arsch voll Gegner im Rücken. Jetzt mal ein bisschen im Kampf. Komm mit. Ein neuer Weg. Ihres Phantom von in seiner Welt zurückgekehrt. Oh nein, was ist das denn hier? Endgegner, ich sehe nur noch den Nebel und denk gerade so, hä? Was ist going on? Wow. Stallweiser. Das ist ja mal der beschissenste Weg zum Endgegner überhaupt. Hi. Da, wo er vorher war, weg. Ja, nee, mag er nicht. Nee, nicht so, ne? Er hat gesessen. Ja. Oh.
richtige. Ja. Geil, der war nicht der richtige. Ah, damn it. Nein, der hat nur noch so endlich gesehen. Ich musste das probieren einfach. Aber okay, der ist machbar. Der ja, ist machbar. Ja. Den holen wir uns jetzt. Den holen wir uns. Der Weg ist eigentlich auch machbar. Ja, ja, das halt, ist gut. Man muss halt an allen vorbei irgendwie. Sollen wir nochmal probieren in dem Part? Ich glaube, wir machen ein bisschen längeren, oder? Absolut. Wo wir gerade dran sind. Finde ich auch. Okay, okay. Jetzt muss ich mir nur hier... Ja, ich glaube, das geht nicht. Jetzt ja, da geht's. Ich dachte schon, er wäre platt. Auch kurz gedacht. Nun ja. Oh, du bist unkindled. Oh. Das ist egal. Ja, gut. Ich wollte es nur sagen. Ein bisschen zu hoch hier. Hier ist immer noch ein bisschen zu hoch. Hier ist es gut. Ja, immer an denen vorbei. Die nerven nicht so. Ein, zwei Speerwerfer kommen da aber gleich noch, ne? Also nicht Speerwerfer, also Speerträger. Ja, vor allem, ich muss jetzt gleich, ich muss ja richtig an den Leuten vorbei hier. Ja, aber das Gute ist ja auch, dass die können dir nicht in den Nebel folgen, zumindest. Nee, das stimmt. Das ist wirklich ganz gut. Oh, der kommt jetzt von rechts. Oh, genau. Super. Magier vorwärts. No, 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 no. Oh, boah, exakt. No, no, no. Phew. Die Schweine. Wo ist denn mein... Mein Dingens. Dein Bloodstain? Ja. Ich gucke, du guckst auf Gegner, ich sag dir Bescheid. Okay. Ich glaube, der sitzt da drauf. Ja, der sitzt da drauf. Wow. Ah, verdammt. Schieben. So, jetzt kannst du ihn holen. Wow. Oh Mann, ey. Unangenehm. Sehr unangenehm. Äußerst unangenehm. Bisse Zacker. Da. Wow. Okay, jetzt kommen mehrere, ne? Ja. Wow. Aber das ist ja easy, du weißt ja, wer das ist. Die einzige, die lila macht, alle anderen ja, machen blau. Ja, stimmt. Aber trotzdem muss man die ja kaputt machen, die anderen. Oh. Oh. Nein. Nein. Uiuiuiui.
Nein. Yes. Nein, das ist nicht tot. Doch. Oder? Ja. Doch. Ja. Yes. Wow, Kristallreiser. Blut wiederhergestellt. Leicht. Wir haben ein Leuchtfeuer jetzt auch da. Jetzt ist der Weg viel leichter geworden. Ja, dann können wir uns beim nächsten Mal nämlich auch auf jeden Fall mal angucken mit ein bisschen erhöhtem Level. Guck mal, da stehen sie schon vor der Tür und warten, dass du wieder zurückkommst. Leute, ein breathtaking Part geht zu Ende und hat Spaß gemacht. Wir kippen jetzt erstmal ein und dann stoßen wir mit euch an. Jawohl, cheers. Cheers.